Hello Boys and Girls, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video über Essen, der schönsten Sache der Welt. Ich habe die letzte Woche gefilmt, was ich gegessen habe. Ich habe vor circa einem Dreivierteljahr ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, was ich eine Woche lang gegessen habe. Und ich dachte, es wäre eine einmalige Sache, aber es kamen immer mal wieder Fragen, ob ich sowas mal wieder machen kann, weil ihr das spannend fandet, was ich interessant fand und erst nicht ganz nachvollziehen konnte. Ich glaube aber, das liegt ein bisschen an dieser veganen oder vegetarisch Sache. Das ist einfach für manche Leute spannend, das zu schauen, so ein bisschen Mäuschen zu spielen, was andere Leute da essen. Deswegen habe ich das einfach nochmal gemacht. Ich sage vorab, ich bin keine Ernährungsexpertin. Das sind keine Tipps oder so. Aber manchmal ist es ja ganz nice, sich mal so zu gucken, was andere essen. Und vielleicht ist da was bei, was man selbst auch ganz spannend ist, findet und mal ausprobieren will. Genau. Falls ihr irgendwas super spannend findet, lasst es mich wissen. In diesem Video sind größtenteils relativ schnelle, einfache Sachen, weil ich es in einer Woche gefilmt habe, in der ich sehr viel arbeiten musste und deswegen einfach immer recht fix an Essen kommen musste. Aber das ist ja auch bei vielen Menschen im Leben einfach so. Deswegen dachte ich, es wäre vielleicht ganz interesting. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Guten Morgen, Leute. Es ist Frühstückszeit und es gibt ein sehr Instagram-Frühstück. Das ist ein Rezept, das habe ich bei meiner Freundin Laura Larsson auf Instagram gesehen und das ist super lecker. Das sind Haferflocken, Datteln, gefrorene Himbeeren und Hafermilch. Im Mixer einfach zusammengemixt und dann habe ich obendrauf Erdnussbutter, Blaubeeren und Banane und dazu einfach einen Kaffee. So, Leute, Mittagspause. Ich habe mir was gekocht. Wobei es eigentlich weniger gekocht ist als geschnibbelt und kurz in den Ofen gehauen. I show you. Das ist von gestern. Das sind Nudeln mit Öl und was sind da drin? Paprika, Knoblauch, irgendwie sowas. Da war noch ein Rest von über. Das ist einfach nur klein geschnibbeltes Gemüse. Alles, was ich noch im Kühlschrank gefunden habe, das ist eine halbe Paprika. Ich muss weggehen, es dampft. Zucchini, Aubergine und das hier sind klein geschnibbelte Süßkartoffeln. Die habe ich so ganz klein gemacht, damit die genauso schnell gar werden wie der Rest. Ja, und ich denke mal, den Hummus aus dem Discounter kennt jeder. Und als Nachtisch, ich mache mir meinen Nachtisch jetzt immer selber, ich will weniger Zucker essen. Und deswegen mache ich mir jetzt immer so Schokozeug selber und es ist einfach so ein geiler Schokoladenersatz. Also es ist ja quasi Schokolade. Hier ist jetzt zum Beispiel drin Cashewnüsse, Datteln, Kakao und Hafermilch. Obendrauf habe ich Blaubeeren. Ich habe mir heute mal eine Packung, riesige Packung Blaubeeren im Netto gegönnt. Ja, und das ist eine Cola Light. So, ich esse jetzt. Und zum Essen gibt es eine Folge. Jane the Virgin. Und los. Es tut mir so leid mit deiner Mutter. Ja, mach ein Fake Movement. Yum, yum. Wir sind gerade, also okay, ich und Kohl und Karma, also Sebastian und Dani, sind gerade im, wie heißt es? Gate 57. Und es gibt, ich habe hier so ein, das ist irgendwie so Fake Rinderfleisch und Mango und darunter ist Reis. Da ist, glaube ich, Hühnchen, nee, Ente, ne? Fake Ente. Fake Ente, genau. Ich habe hier auch mal kurz die Karte. So, hier. Da wisst ihr schon mal, was ihr essen könnt, wenn ihr hier hinkommt. So, und du hast, was hast du? Suppe? Eine Po-Suppe, dann Wakame und dann Reis dazu. Was ist Wakame? Wakame ist Seealgensalat. Du kannst das gerne von mir probieren. So, guten Morgen, Leute. Es gibt Frühstück und es gibt quasi fast wieder dasselbe wie gestern. Und zwar sind hier drin Haferflocken, Chiasamen und Datteln. Genau. Gefrorene Blaubeeren. Die habe ich gestern gekauft und ja, Beeren, die, ach, tut mir leid, wenn ich so langsam rede, ich bin auch richtig müde, ey, ich bin heute 2 Stunden vor meiner Zeit aufgestanden. Beeren gammeln ja richtig, richtig schnell, deswegen habe ich die gestern einfach eingefroren, weil ich das sehr gerne mag, einfach gefrorene Sachen irgendwo mit reinzumachen. Und dann kommt einfach Hafermilch obendrauf und dann wird es durchgemixt. Oh, das ist vielleicht ein bisschen viel geworden. Scheiße. Obendrauf habe ich jetzt noch ein paar Blaubeeren und Banane gemacht, damit es auch lange satt hält, weil ich gleich zur Physio muss. Und jetzt starte ich einen Versuch. Ich mache ein bisschen Zimt drüber. Ich habe nämlich mal, ich glaube, das war hier in Berlin, in so einem, wie heißt denn das nochmal? Ich glaube, The Bowl, so ein Rohkostrestaurant.
und die hatten so Beeren-Smoothies mit Zimt drüber und es hat so geil geschmeckt. An diese Kombi hatte ich vorher niemals gedacht und deswegen probiere ich das jetzt mal aus. Jetzt hätte ich doch fast vergessen, mein Essen zu filmen. Niemand für mich stehen, da wird essen gehen. So, ich war eben bei der Physio und habe Sport gemacht. Dementsprechend habe ich relativ schnell wieder Hunger gekriegt. Und was ich sehr, sehr oft mache, ist, dass ich Eis esse, wenn ich am Tag schon wieder Hunger bekomme, aber noch keinen Bock habe, mich jetzt in die Küche zu stellen und zu kochen, weil ich vielleicht gerade noch Arbeit zu Ende kriegen will und lieber 3 Stunden später oder so richtig ausgiebig kochen will. Ja, und früher habe ich dann immer Bananen gegessen, aber die rutschen bei mir relativ schnell durch. Deswegen habe ich das Ganze etwas kalorienlastiger gemacht. Also ich schmeiße quasi in den Mixer Bananen, Erdnussmus oder Butter, Datteln. Also hier ist jetzt nur eine Dattel bei. Und Kakao. Ganz, ganz viel Kakao. Also diese Nice Cream ist nicht so gut, da ist nicht genug Kakao drin. Und da ich immer gefrorene Bananen oder überhaupt gefrorenes Obst im Tiefkühler habe, ist es immer innerhalb von 3 Minuten gemacht. So, viele Stunden später und ich bin total ausgehungert, aber ich freue mich so doll aufs Essen, denn es gibt Pasta. Und wenn man eine Sache braucht, um mich glücklich zu machen, dann ist es Pasta. Und es ist Resteverwertung at its best. Das sind Spaghetti mit Zucchini und Pilzen. Und die Soße ist quasi Avocado mit Frischkäse, Rauchsalz. Das erste Mal damit gekocht, sehr geil. Und so ein paar Gewürze, also Salz, Pfeffer, Paprika, Knoblauchpulver. Sieht man das? Das ist quasi noch dieses Schokozeug mit den Blaubeeren von gestern. Ich mache immer zu viel, wenn ich so süße Sachen in den Mixer schmeiße, damit ich die nächsten 2 bis teilweise auch 4 oder 5 Tage immer noch was davon habe. Genau, und das hier ist Granatapfelsaft. Den habe ich mir heute im Real gekauft. Ich war gerade in der Türkei und da gab es den immer frisch gepresst und er schmeckt so geil. Und was ich nicht wusste, ist, dass da Vitamin Q10 drin ist. Klingt erstmal gut, oder? Ich finde, es klingt sehr faltenstraffend. Auf jeden Fall schmeckt es nicht so geil wie in der Türkei, aber trotzdem ganz lecker. Naja, man soll ja ehrlich sein. Die Nudeln schmecken so mittel. Die Soße hätte ich echt ein bisschen besser würzen können. Aber das mit dem Rauchsalz gefällt mir richtig gut. Das werde ich jetzt, ich werde es optimieren. Und irgendwann präsentiere ich euch dann das perfekte Rezept. So, es gibt Frühstück. Und ich esse heute Morgen Brötchen. Ich muss gestehen, dass ich wahrhaftig heute Morgen gedacht habe, ich muss ja jetzt mal wieder was anderes essen. Weil ich filme ja meine Essen. Also, es gibt ein Brötchen. Das ist mit Hummus und Gurken. Und ich habe da Dill drauf gemacht. Keine Ahnung, ich hoffe, das schmeckt. Ich stehe eigentlich richtig krass auf Dill. Dann ist das ein Brötchen mit Tahin-Pekmesh. So klingt nennt man das, glaube ich. Das ist ein türkischer Brotausstrich aus Sesam und Trauben. Den habe ich eben selbst gemacht. Das ist super einfach. Ich habe das in der Türkei gegessen und war so süchtig danach und musste dann erstmal nachfragen, woraus das besteht, damit ich mir das hier zusammenmixen kann. Und das ist super einfach. Und dann habe ich mir Banane hingelegt. Das esse ich ganz oft morgens zum Brot dazu. Frühstück ist noch nicht lange her. Ich habe nicht genug gegessen. Deswegen esse ich jetzt die Reste von gestern aus. Auf direkt aus der Tuba. Das ist ein kleiner Shame-Moment für mich, weil so viel Plastik involviert ist. Ich habe heute Mittag den Rest Nudeln gegessen. Das ist über 6 oder 7 Stunden her. Ich bin so ausgehungert. Ich habe mich total in der Arbeit verloren. Und deswegen habe ich mir Sushi heute bestellt. Und ich freue mich so doll. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Falls ihr gerade Hunger habt und das hier seht, versteht ihr das vielleicht gerade. Ich habe so großen Hunger. Das ist ein Glasnudelsalat mit Erdnüssen. Das sind diese Yana Rolls mit Erdnusssoße. Sushi in so Tempura-Teig. Und das da hinten sind Edamame mit Salz. Und das sind gebackene Bananen. Da stehe ich sehr doll drauf. Und dazu, ich weiß, in diesem Video geht es eigentlich nur um Essen, aber alleine essen und was Cooles angucken, worauf ich mich freue, das ist irgendwie so ein Ritual von mir. Deswegen gehört es für mich leider dazu und ihr müsst euch das anhören. Ich gucke jetzt The Perfect Date mit diesem Cutie Pie. Kommt jetzt alles in meinen Magen rein. Und du auch. Oh, das war ja ekelhaft. So war das gar nicht gemeint. Ich meinte, dass ich ihn fressen könnte, weil er so süß ist. So, guten Morgen. Täglich grüßt das Murmeltier, was es wohl gibt. Aber ich habe jetzt ein bisschen was anderes reingemacht. Also Haferflockenmilch, jetzt sind gefrorene Himbeeren drin. Manchmal kaufe ich die auch einfach so. Und Kakao und Datteln. Ihr könnt mir bitte mal unten in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Also esst ihr morgens eigentlich meistens dasselbe oder habt ihr in eurem Frühstück eigentlich genauso Abwechslung, wie man es eigentlich auch beim Mittag- oder Abendessen hat? So,
sieht das Ganze aus. Das Erdnussbutter, Banane und koffeinfreier Kaffee. Guten Appel. So, ich hatte gerade einen kleinen Snack. Das heißt nicht Snack, es heißt Snack hier. Seit neuestem gewöhne ich mir Sprachfehler an. Ich habe die Edamame von gestern aufgegessen. Ja, aber ich habe immer noch Hunger. Also ich arbeite jetzt noch 2 Stunden. Zwei halte ich nicht mehr durch. Und dann muss ich mich mal ums Einkaufen kümmern, weil ich habe nichts mehr da. Guten Abend, Boys and Girls. Das ist beschissenes Licht. Aber ich wollte euch kurz erklären, was ich vorhabe. Ich bin bei meinen Eltern und jetzt wird gekocht. Ja, ich habe gestern ein Rezept gesehen bei Susie Cruz auf dem Kanal. Die hat es in ihrem Van gekocht. Das sah so geil aus. Das ist ein Salat/Gemüsepfanne. Das ist so halbwarm mit Blumenkohl, Paprika und Linsen. Und werde ich dieses Baby jetzt schneiden. Und dann schauen wir mal, wie das wird. So, Essen ist fertig. Ich habe es gerade schon probiert. Schmeckt mega geil. Ist wie gesagt Blumenkohl, Paprika. Dann sind hier Sonnenblumenkerne drin, Linsen, dann Grünzeug, also Salat, Currypulver und so ein Tahini-Dressing und obendrauf ist noch Minze. Bevor ihr mich nach dem Rezept fragt, ich verlinke euch mal unten in der Infobox das Video von Susie Cruz. Da könnt ihr euch das angucken. Hier ist so, oh mein geiles veganes Essen. Und dann ist hier so der krasseste Powerreiniger. Hier liegt ein Antibiotikum, da ist eine Plastikflasche. Hier ist ein Aschenbecher. Guten Morgen, Leute. Gesicht sieht schon halbwegs normal aus. Kopf ist noch drauf geschlafen. Ich mache gerade Frühstück. Ich habe mir gestern wieder diese Weltmeisterbrötchen geholt. Ich weiß nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Ich glaube nicht. Ich kaufe mir immer in letzter Zeit glutenfreie Brötchen, weil ich weiß gar nicht, was ich davon schon erzählt habe. Also ich habe mein ganzes Leben lang schon ziemlich doll Probleme mit Bauchschmerzen und Blähungen und sowas. Und ich habe das aber immer akzeptiert und ignoriert einfach. Und ich habe einfach vor ein paar Wochen angefangen, auf gewisse Sachen zu achten. Also ich habe zum Beispiel Gluten weggelassen, Zwiebeln weggelassen, weil ich weiß, dass ich das auch nicht so gut vertrage. So ein Test hat mir auch mal gesagt, dass ich Tomaten nicht so gut vertrage. Auf jeden Fall teste ich gerade so ein bisschen aus und meine Bauchschmerzen sind so viel besser geworden. Und ich weiß nicht zu 100%, ob es wirklich am Gluten liegt, aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich nicht so viel Gluten esse, also nicht so viel Pizzaboden, Pasta mit Gluten und so weiter, hat, dass ich nicht so schnell Bauchschmerzen kriege. Ja, außerdem, meine Pickel sind gerade wieder weg. Ich habe das ja letztens schon angesprochen, dass ich manchmal von diesem Obst wieder weggehe. Manchmal bin ich so richtig krass übermotiviert. Wisst ihr, dann denke ich so, boah, ich habe in letzter Zeit so viel Scheiße gefressen, jetzt will ich wieder richtig gesund werden und dann esse ich besonders viel Obst. Ich habe letzte Woche einfach so viel Beeren gegessen und ich habe hier überall Pickel bekommen und deswegen bin ich jetzt ein bisschen zurückgefahren. Und heute Morgen gibt es Weltmeisterbrötchen und ich habe mir dieses Zeug mal geholt. Entschuldigung, dass hier so dreckig aussieht, aber ja, egal. So sieht es halt aus bei Menschen zu Hause, die wirklich leben. Ihr habt mir den empfohlen, deswegen teste ich den jetzt mal und mache ein bisschen Gurke oben drauf. Okay, ich habe das Moped jetzt mal getestet und ich finde, es ist stabil. Also, es hat jetzt nicht so einen geilen, sahnigen Geschmack wie Frischkäse. Frischkäse hat ja so einen krassen Eigengeschmack. Ich würde sagen, das hat relativ wenig Eigengeschmack, aber man kann es mit Gewürzen sehr gut aufpeppen. So, heute Mittag gibt es die Reste von gestern Abend. Es sieht so super gesund aus, weil ich das Ganze, also es ist auch super gesund, aber es sieht so super salatig aus, weil ich den ganzen Salat drüber gelegt habe. Aber darunter ist der Blumenkohl und die Linsen und so. Und meine Eltern haben noch Kroketten gemacht, deswegen haue ich da jetzt noch ein paar Erbsen und Kroketten oben drauf. Und dann wäre der Rest von gestern Abend aufgegessen, genau, ja. Seid ihr übrigens hier Leute, die eher mittags viel essen oder eher abends? Weil ich bin immer eigentlich so, dass ich mich abends voll fresse und mittags versuche zu überbrücken. Oder, aber das versuche ich mir gerade ein bisschen abzugewöhnen, ich frühstücke mega spät. Dann versuche ich irgendwie mit 2 Bananen durchzuhalten und abends mache ich Fresskoma. Das funktioniert auf so einem Energielevel nicht ganz so geil. Deswegen versuche ich das gerade so ein bisschen zu ändern. Guten Tag, Leute. Ich habe mich extra schick für euch gemacht. Gott, das Licht ist ja grausam hier. Ja, wir haben 22:30 abends und ich habe noch kein Abendbrot gegessen. Ich ärgere mich gerade ein bisschen über mich selber, weil ich mir eigentlich angewöhnt habe, so um 7, also zwischen 6 und 8 das letzte Mal zu essen. Das tut mir einfach so gut. Aber ja, was soll ich sagen, das Leben funktioniert halt nicht immer so, wie man es plant. Das brennt hier an, während ich euch voll laber. Ich habe noch so eine Packung Düdeln zu Hause gehabt und das nehme ich jetzt so als Tortilla-Gerät. Ja, bedeutet, hier kommt jetzt
der Salat von gestern rein und dann kommt noch Falafel rein und Sesamsoße. So sieht der Schüssel jetzt aus und jetzt kommt da noch Sesamsoße drüber. So, ich habe noch ein bisschen Avocado drüber gehauen und könnt ihr bitte mal gucken, was das für eine perfekte Avocado ist? Ja, so sieht es am Ende. Ja, was soll ich euch sagen, ne? Ihr seid ja nicht geistig zurückgeblieben. Ihr wisst ja, wie eine aufgeräumte Tortilla aussieht. Und ob ihr es wissen wollt oder nicht, dazu gibt es eine Folge Druck. Guckt ihr Druck? Ich liebe das. Ich liebe die dritte Staffel. Es ist schön. Wünscht mir einen guten Appetit. Gute Nacht. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich entschuldige mich dafür, dass ich keine Frühstücksinspiration bin. Also, bei mir gibt es heute Morgen 2 Brötchen. Ich habe Kackenhunger. Wieder Hummus mit... Wie heißt denn der Scheiß? Gurke mit Dill. Wieder, wie heißt denn das nochmal? Tahin Pekmesh. Ich hoffe, ich spreche das richtig. Das heißt ab jetzt einfach so bei mir. Und ein koffeinfreier Kaffee. So Leute, Mittagszeit. Und es gibt wieder Tortilla. Ja, ich habe noch so viel Gemüse über. Ich habe hier so eine Gemüsebox. Und ich muss das Zeug wegkriegen. Und deswegen habe ich einfach jetzt so ein bisschen Gemüse genommen. Das ist ein bisschen angebraten. Ich kann euch das ja auch vernünftig zeigen hier. So, also genau dasselbe wie beim letzten Mal. Nur, dass jetzt angebratenes Gemüse noch mit drunter ist, weil ich wollte jetzt nicht Rucini reinmachen und das mag ich nicht so gerne. Genau, kommt jetzt Sesamsoße drauf und dann geht das. Ich habe nämlich heute nicht so viel Zeit, weil ich sehr, sehr viel zu tun habe. Und das geht so schnell, das ist echt in 5 Minuten gemacht. Bon Appetit. Boah, hier ist so dreckig, ich muss immer nah ans Essen rangehen. Und seht ihr den ganzen Siff. Ich höre übrigens die ganze Zeit beim Kochen gerade die neue Folge Gag Reflex. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast Gag Reflex kennt, aber da war ich zu Besuch und wir besprechen sehr intime Fragen. Und es ist wirklich sehr cool geworden. Ich kann euch den Link mal in die Infobox setzen, falls ihr Bock habt, da reinzuhören. So Leute, das war meine Woche. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr sowas gerne guckt. Wenn euch das gefallen hat, schreibt es unten rein. Sagt gerne immer Bescheid in den Kommentaren, wenn... Essen dabei ist, wo ihr sagt, da möchtet ihr gerne Kochstunde, da möchtet ihr das genaue Rezept haben auf Instagram oder hier auf YouTube. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Alles, was irgendwie in Bezug nehmend zu Ernährung ist. So, und jetzt halte ich die Schnauze. Ihr seid süß, ihr seid klein. Ich verlinke hier mein, oder hier, I don't know, mein letztes What I Eat in a Week. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.